Punkteteilung beim Buchbach-Debüt von Karl-Heinz Lappe gegen Eichstätt. Der Star-Einkauf trotzdem zufrieden. Es geht gut los für Lappes neuen Club. Der TSV Buchbach bekommt nach dieser Aktion in der 20. Minute Elfmeter. Wir schauen uns das noch einmal an und klar aufgestützt, der Strafstoß geht in Ordnung. Trotz des neuen Torjägers, die Elfmeter sind natürlich immer noch Chefsache. Alexandro Petrovic mit dem 1:0 für den Kultclub. Wir springen in Durchgang 2 und nach diesem weiten Einwurf von Schelle wird der Ball verlängert und am Ende drückt Ferdl den Ball über die Linie. Ausgleich 1:1 und Achtung, das ist keine Wiederholung. Wieder wirft Schelle ein und dieses Mal ein Eigentor. Alexandro Petrovic köpft den Ball ins eigene Tor. Kurios, aber bis hierhin machen die Einwürfe von Marcel Schelle den Unterschied. Von Buchbach Star-Einkauf Lappe bis dahin wenig zu sehen. Hier vergibt er seine beste Möglichkeit. Lappe hat am Ende gut lachen, denn Buchbach gelingt noch der Ausgleich. Marco Rosenzweig besorgt das 2:2 und Karl-Heinz Lappe hat das Prinzip Buchbach schon verstanden. Am Ende also ein gerechtes 2:2 zwischen Buchbach und Eichstätt.